Ebene vom ersten Gewebe. Ja, also ich habe ja gesagt, wir können unterscheiden bei den Verdauungsfeuern. Haben wir als erstes das Jata Agni, das Hauptverdauungsfeuer, dann kommen die Elementefeuer und dann kommen die einzelnen Gewebefeuer und dann natürlich der Reihenfolge nach. Und das erste Gewebe, da kommt natürlich auch das erste Gewebefeuer als erstes. Und das heißt, wenn ich jetzt auf dieser Ebene eine Störung habe oder auch das halbverdaute Ama in mein erstes Gewebe hineinwandert, dann ist das auch, gehört das zu diesem Ajirna, ja, zu diesem einer Form der Verdauungsstörung. Und wie ich aber schon sagte, also hauptsächlich leider meistens sehe ich es, dass es gleich auf der Stufe vom Hauptverdauungsfeuer schon stattfindet. Aber dann muss man wirklich sagen, auch naja, ein sehr, sehr großer Teil meiner Patienten hat eine Störung des ersten Gewebes, wo ich dann auch von der Störung des ersten Gewebefeuers ausgehen muss. Das heißt, im Prinzip von der Therapie her würde ich trotzdem grundsätzlich immer am Hauptverdauungsfeuer ansetzen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung jetzt hier so. Genau. Mal gucken. Genau. Ja, das lassen wir jetzt aus, sonst wird es zu viel. Genau. Sind denn Fragen zu dem klebrigen Thema? Ja? Also wirklich nochmal betonen, im Ayurveda, das Wichtigste ist immer der Zustand vom Agni. Egal, welche Erkrankung der Mensch hat, als erstes gucke ich Zustand nach Agni, liegt Ama vor. Das ist auch das Erste, was ich behandle. Wenn dann das in Ordnung ist und immer noch Symptome vorliegen, behandle ich sozusagen die Erkrankung noch, passend zu dem Patienten natürlich. Und meine Lieblingsbehandlung immer wieder und die effektivste ist immer die Panchakarma-Kur. Aber es ist sinnvoll und gut, vor der Panchakarma-Kur schon Ama zu entfernen und mein Verdauungsfeuer zu stärken, damit der Mensch die Panchakarma-Kur gut übersteht. Die macht sowieso keinen Spaß und ist anstrengend. Und wenn ich mit Ama in eine Panchakarma-Kur reingehe, ist es richtig anstrengend. Also dann macht es überhaupt keinen Spaß. Dann muss man als Arzt doch sehr viel Überredungskünste aufbieten, dass der Patient den zweiten Gitag noch mitmacht und nicht nach Hause fährt. Ja? Also deswegen immer als erstes Agni, Ama, dann Symptome entsprechend der Doshas und der Konstitution und Panchakarma natürlich als Therapie oder als auch Gesunderhaltungsmaßnahme für jeden empfohlen. Gut, ja dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen eine gute Verdauung.